so etwas Besonderes für mich wird, als ich es angefangen habe zu lesen. Hi, ich möchte heute einen Tag machen und zwar ist das der Winter-Weihnachts-Tag. Passend dazu habe ich mich etwas weihnachtlich, ja, in Schale geschmissen. Diesen Tag habe ich von Melanie vom Kanal Melanie liest. Und sie hat sich den, glaube ich, sogar selber ausgedacht und hat den am 1.12. in ihrem BookTube-Adventskalender-Video gemacht. Und ich fand den total cool, ich finde die Fragen super. Und gerade weil er jetzt eben zur Winter- und Weihnachtszeit passt, dachte ich, mache ich den jetzt noch. Und ja, habe ein paar Bücher rausgesucht, die meiner Meinung nach zu den Fragen passen. Und ich hoffe, ihr habt Spaß daran. Wenn ihr auch Lust habt, die Fragen zu beantworten, macht es gern einfach unten in den Kommentaren. Oder wenn ihr selbst ein YouTube-Video, ein YouTube-Kanal habt, dann könnt ihr natürlich auch gerne ein Video drehen. Also fühlt euch getaggt und dann würde ich sagen, starten wir jetzt mal mit meinen Antworten. Die erste Frage ist, ich habe mir hier so einen geilen Zettel gemacht, deswegen nicht wundern, wenn ich nach unten gucke. Die erste Frage ist Weihnachtswunschliste. Welches Buch steht ganz oben? Ich muss ehrlich gesagt sagen, so eine richtige Wunschliste an Büchern habe ich nicht. Also ich habe, mir fallen ab und zu mal ein paar Bücher ein und dann sage ich, ja cool, das könntest du dir eigentlich mal wünschen oder mal kaufen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich da eine wirkliche Liste führe. Ich habe mit Freunden, machen wir ein Bücherwichteln und da habe ich eine Wunschliste geschrieben für ein Buch, was da, oder für insgesamt 3 Bücher, die ich mir wünsche, die standen da drauf. Und ein Buch davon war beispielsweise Der Totschläger von Chris Carter. Ich werde euch das hier mal einblenden. Ja, das müsste der 5. Teil der Reihe sein. Der fehlt mir im Moment noch unter anderem. Und wie ihr wahrscheinlich wisst, wenn ihr meine Videos schon länger schaut, dann ist Chris Carter einfach der beste Thriller-Autor für mich. Deswegen steht natürlich ein Buch von ihm bzw. alle seine Bücher, die ich noch nicht besitze, bei mir oben auf der Wunschliste. Um was es genau in dem Buch geht, weiß ich nicht, aber das ist mir auch egal, weil es ist von Chris Carter. Machen wir direkt weiter mit der zweiten Frage und zwar ist das Knecht Ruprecht ein enttäuschendes Buch, das seine Rute verdient hat. Ich habe mich da für das Buch Splitter von Sebastian Fitzek entschieden. Auch das werde ich euch hier einblenden, weil ich das Buch bereits aussortiert habe. Für mich war es ein enttäuschendes Buch, weil ich ja, von Fitzek ehrlich gesagt mehr erwartet habe. Er ist ja in Deutschland schon so ein recht gehypter Autor. Für mich leider nicht, also ich habe immer so ein paar Probleme mit ihm, weil er seine Enden immer so ein bisschen abgedreht, ja, gestaltet. Das finde ich immer nicht so toll. Und ich finde, bei dem Buch hat er es ein bisschen übertrieben mit diesem Abgedrehten. Also ja, in Splitter geht es um einen Mann, der ja sozusagen einen Splitter im Nacken sitzen hat, also einfach von einem Autounfall sozusagen ein Stück vom Auto oder irgendwas in seinem Nacken. Der muss deswegen Medikamente nehmen, damit sein Körper ja nicht negativ auf diesen Splitter reagiert. Und bei diesem Autounfall hat er seine Frau verloren. Dann passieren aber einige merkwürdige Dinge, beispielsweise trifft er seine Frau. Sie lebt also, aber eigentlich ist sie ja tot. Und jeder versucht ihm einzureden, ja, du kannst sie gar nicht gesehen haben, sie ist ja schließlich tot. Und auch sein Schwiegervater, ja, bringt ihn in so ein paar Situationen, die einfach ein bisschen merkwürdig sind. Und ja, eigentlich hat das Buch ganz gut angefangen, muss ich sagen. Also mir hat es eigentlich recht gut gefallen. Aber es ist sehr, sehr schnell zu etwas geworden, was einfach nur komplett durcheinander war, also man hat gar nicht so richtig mehr mitgekriegt, was jetzt eigentlich der Sinn dieser ganzen Geschichte ist. Und die Auflösung, also die ging gar nicht. Das war für mich die schlechteste Auflösung, die ich bisher bei Fitzek gelesen habe. Und seine Auflösungen sind ja meiner Meinung nach nie sonderlich die besten, aber die war wirklich schlecht. Also das Buch, ja, war für mich leider enttäuschend. Frage Nummer 3. Der Stern von Bethlehem. Ein Buch, das dich in eine weit entfernte Stadt oder Welt geführt hat. Ich habe mich für das Buch Der Engelsbaum von Lucinda Riley entschieden. Dieses spielt zum größten Teil in London und in Wales. Das ist jetzt
von Deutschland aus gesehen nicht die weit entfernteste Stadt oder Welt, die man sich da jetzt ausdenken könnte. Aber Lucinda Riley hat das so schön geschrieben und hat da so eine schöne Story draus gemacht, dass man sich wirklich wie in einer ganz anderen Welt gefühlt hat. Also so ging es mir zumindest. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass ich wirklich in London bin. Und das fand ich wirklich was ganz Besonderes. Hier geht es um Greta und Greta kommt nach einigen Jahren nach Wales auf einen Herrensitz zurück, wo sie früher mal gewohnt hat. Und mittlerweile ist sie aber, ja, sie ist krank, glaube ich, oder hatte einen Unfall, genau, und leidet deswegen an Amnesie. Und als sie auf dieses Herrenanwesen kommt und da so ein bisschen durch die Gegend schweift und durch den Wald läuft, findet sie ein Grab, und zwar das Grab von einem kleinen Jungen, der in, ich glaube, im Alter von 4 Jahren gestorben ist. Und laut diesem Grabstein ist dieser Junge ihr Sohn. Allerdings weiß sie davon nichts, weil sie sich an nichts mehr erinnern kann. Und dann trifft sie einen guten Freund, der auch dort auf diesem Anwesen wohnt und der früher auch schon ihr Freund war. Und der hilft ihr dann so ein bisschen auf die Sprünge, ja, mit ihrem Gedächtnis und hilft ihr, ihre Vergangenheit ein bisschen zurück zu erlangen. Und genau diese Vergangenheit, die lesen wir hier auch in diesem Buch, und das fand ich wirklich super schön. Deswegen hatte ich hier das Gefühl, ich wurde in eine andere, auch in dem Sinne weit entfernte Welt mitgenommen, weil es sich einfach so angefühlt hat. Frage Nummer 4 ist Geschenke. Welches Buch hat dich positiv und oder negativ überrascht? Ich habe mich jetzt für die Frage, was hat dich positiv überrascht, entschieden und habe mir da Die Insel der besonderen Kinder rausgesucht. Das ist ein Buch, was ich unbedingt lesen wollte, weil ich eigentlich wirklich viel Gutes gehört habe und weil ich das Cover cool finde und ja, weil es halt mal was anderes ist. Und hier geht es um Jacob, und Jacob bekommt von seinem Großvater Geschichten über besondere Kinder erzählt, die er ihm aber nicht so richtig glaubt. Und irgendwann stirbt sein Großvater unter mysteriösen Umständen, und so macht sich Jacob dann doch auf die Suche nach diesen besonderen Kindern und versucht, ja, die Geschichten von seinem Großvater irgendwie nochmal zu reflektieren und sich zu überlegen oder herauszufinden, ob die wirklich echt sind. Und was mich hier positiv überrascht hat, ist, dass ich mit der Art und Weise, wie die Geschichte erzählt wurde, nicht gerechnet habe. Also ich wusste ja, es geht um besondere Kinder und alles schön und gut, aber wie das so verpackt ist mit Jacob und mit seinem Großvater und mit der Geschichte um ihn und wie er dann zu den Kindern kommt und was es letztendlich wirklich mit ihnen auf sich hat, damit habe ich nicht gerechnet, und das hat mich wirklich überrascht und mir sehr gut gefallen. Und ich hoffe, dass ich es bald schaffe und auch den zweiten Teil, Die Stadt der besonderen Kinder, endlich mal lesen werde. Beziehungsweise, was heißt endlich? So lange ist es nicht her, dass ich das Buch gelesen habe, und Die Stadt der besonderen Kinder steht noch nicht so lange hier. Aber ich möchte es trotzdem dringend lesen, weil es mich wirklich interessiert, wie es weitergeht. Frage Nummer 5 müsste das sein. Geschmückter Weihnachts- bzw. Christbaum. Melanie hatte dazu gesagt, sie hat sowohl Weihnachtsbaum als auch Christbaum in diese Frage mit reingenommen, weil es ja in Deutschland so ist, dass wir einfach unterschiedliche Bezeichnungen dafür haben. Bei mir in Thüringen ist es der Weihnachtsbaum. Deswegen nehmen wir Geschmückter Weihnachtsbaum. Ein Buch mit einem wunderschönen Cover. Und ich habe mich entschieden für Fire and Frost von Ellie Blake. Und ich glaube, dazu muss ich nicht viel sagen. Es ist einfach ein wunderschönes Cover. Und das ist jetzt der erste Teil vom Eis berührt, und auch der zweite Teil hat so ein wunderschönes Cover. Das ist dann mehr rot. Und ich fand es einfach toll. Also als ich dieses Cover gesehen habe, dachte ich mir so, oh, du musst das Buch haben und du musst es lesen. Und die Geschichte hat mir auch wirklich sehr gut gefallen. Ich muss sagen, so richtig genau weiß ich gar nicht mehr, um was es geht. Also vielleicht sollte ich mal Band 2 lesen, dann bin ich vielleicht wieder drin. Auf jeden Fall geht es in Fire and Frost darum, dass wir einmal Feuerplatz und Frostplatz oder Blotz, nee, Blatt, Platz haben, also Blut. Das bedeutet, es gibt Menschen, die das Feuer beherrschen, und es gibt Menschen, die das Eis beherrschen. Hier haben wir einmal Ruby. Ruby kann das Feuer beherrschen, und genau, sie wird in irgendeiner Weise gefangen genommen, weil ich glaube, die Menschen, die das Eis beherrschen können, haben sozusagen die Macht in diesem Land, und sie wird gefangen genommen und wird letztendlich aber befreit, und das genau von zwei
Forstplatz, also von zwei Menschen, die zu den Leuten gehören, die das Eis beherrschen können. Und so richtig weiß sie nicht, warum. Genau, und sie trifft da vor allen Dingen auf Arkus. Das ist sozusagen ihr Retter und der scheint auch so ein bisschen in ihrem Alter zu sein. Und sie weiß aber nicht so richtig, ob sie ihm vertrauen soll oder nicht. Und dann beginnt das hier, weil es so auch ein bisschen sich um Krieg dreht. Es klingt jetzt alles ein bisschen verwirrend und ja, ich muss sagen, es ist jetzt noch nicht so krass lange her, dass ich es gelesen habe. Aber irgendwie habe ich es vergessen. Also ich habe auch so ein Gehirn, ja, das speichert nach 2 Monaten alles neu, so alles über und alles andere vergesse ich so gefühlt. Ja? Also es ist ein bisschen kompliziert. Aber es ging ja um das Cover und das ist auf jeden Fall wunderschön. Frage Nummer 6. Rudolf mit der roten Nase. Ein Protagonist mit einer erstaunlichen Entwicklung. Und da habe ich mich entschieden für Francis Ackermann Jr. aus der Ich bin... Oder nee, wie heißt die Reihe? Francis Ackermann? Nee, Shepard-Reihe von Ethan Coase. Also die Bücher mit Ich bin, Die Nacht, Der Schmerz, Der Zorn und so weiter. Francis Ackermann Jr. ist ein Serienkiller und hat ja seine ganz eigenen Methoden, um Menschen umzubringen. Auch sehr brutale Methoden, aber im Laufe der Reihe entwickelt er sich einfach zu einer wundervollen Person, meiner Meinung nach. Ja, wo man zwar denkt, okay, er ist ein Serienkiller, ist jetzt nicht so toll, aber wenn man die Reihe gelesen hat, dann, oder zumindest Teile der Reihe gelesen hat, dann weiß man genau, man kann diesen Menschen eigentlich nur gern haben. Ich möchte jetzt nicht so viel dazu sagen, weil ich glaube, sonst würde ich euch spoilern, falls ihr das noch nicht gelesen habt. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, die Reihe zu lesen, weil ich finde, dass Francis Ackermann Jr. ein sehr, sehr besonderer Charakter ist und vor allen Dingen im Laufe der Bücher eine tolle Entwicklung hinlegt, die ihn wirklich dann zu einem Menschen macht, der einem richtig ans Herz wächst. Und genau, das ist Teil 1, Ich bin die Nacht. Und bis jetzt habe ich Teil 1 bis 4 gelesen. Ja. Und mal gucken, wann ich das endlich weiterlese. Dann haben wir Frage Nummer 7. Weihnachts- oder Christbaumspitze? Auch bei uns oder bei mir ist es eigentlich eher die Weihnachtsbaumspitze. Und dazu zählt dein bisheriges Highlight aus 2018. Ich muss sagen, ich habe einige Highlights, wie das einfach immer so ist. Also ist jetzt nicht so, dass man ein Highlight hat. Ich habe mich jetzt für ein Buch entschieden, was mir wirklich sehr gut gefallen hat. Und zwar ist das Herzgrab von Andreas Gruber. Das ist ein Buch, was mir zum einen von den Protagonisten her super gut gefallen hat. Also die Ermittler in diesem Buch sind einfach ja, ein wundervolles Team und wirklich besondere Charaktere. Dann hat es mir von der ganzen Stimmung gefallen, weil es auch sehr humorvoll ist, obwohl es halt ein Thriller ist. Haben wir hier sehr viel Humor und ich musste wirklich teilweise lachen. Dann hat es mir natürlich gefallen vom Schreibstil her von Andreas Gruber und die ganze Story an sich hat mir auch sehr gut gefallen. Deswegen ist das auf jeden Fall ein Highlight in allen möglichen Punkten. In diesem Buch geht es darum, dass eine Frau zum Begräbnis von ihren Brüdern fährt in die Toskana und dabei spurlos verschwindet. Und ich glaube, ihre Nichte, steht ja nicht, aber ihre Nichte beauftragt daraufhin eine Privatdetektivin, ja, nach der Frau zu suchen. Gleichzeitig ist aber ein berühmter Maler verschwunden, der einen, ja, etwas merkwürdigen Abschiedsbrief geschrieben hat, wo jetzt keiner so richtig dran glaubt, dass, ja, er wirklich, ja, von alleine gegangen ist, sozusagen. Und dann macht sich die Polizei auf die Suche nach diesem Mann. Und irgendwann erkennen die Ermittler und diese Privatdetektivin, dass ihre beiden Fälle in irgendeiner Weise zusammenhängen. Und das auf eine, ja, äußerst perfide und vor allen Dingen blutige Weise, so wie es hier hinten drauf steht. Und als letzter Satz steht hier, und die ihnen auch gemeinsam kaum gewachsen ist. Also, ich fand, es klang super spannend, es war super spannend, der Schreibstil ist gut, die Ermittler sind gut, also für mich definitiv ein Highlight und vor allen Dingen ist es ein Standalone von Andreas Gruber, also ein Buch, was man vollkommen ohne irgendwelche anderen Bücher lesen kann und das fand ich auch wirklich cool, weil, ja,
oft liest man halt Bücher, die irgendwie zu einer Reihe gehören und dann muss man weiterlesen, beziehungsweise will man ja natürlich auch weiterlesen. Und das Buch ist halt dann in sich abgeschlossen. Was aber auf der anderen Seite auch wieder ein bisschen traurig ist, weil ich muss sagen, die Ermittler hätte ich gerne noch ein bisschen weiter verfolgt. Ja, aber auf jeden Fall ein Highlight von mir. Dann Frage Nummer 8. Sternschnuppe. Welche Neuerscheinungen des nächsten Jahres wünschst du dir jetzt schon sehnlichst herbei? Und das passt zu Frage Nummer 6, wo ich euch Ich bin die Nacht gezeigt habe. Und die Neuerscheinung dazu ist Ich bin die Rache. Das ist dann Teil 6 dieser Reihe. Ich werde euch das Cover hier einblenden. Das müsste meiner Meinung nach dann der Abschluss dieser Reihe sein. Und natürlich möchte ich den auch haben. Also ich mag die Reihe total gern. Ich liebe die Aufmachung der Bücher mit diesen Buchschnitten. Und deswegen möchte ich bin die Reihe Rache. Ich bin die Reihe, ich bin die Rache. Natürlich auch unbedingt lesen. Es erscheint am 28.02.2019. Um was es geht, weiß ich nicht. Ist auch so ein Buch, wo es mir ehrlich gesagt egal ist. Ich möchte es trotzdem haben, weil es einfach zu der Reihe gehört und ich die Reihe wirklich sehr gern habe. Und ja, das ist eine Neuerscheinung, die ich sehnlichst herbei wünsche, beziehungsweise auf die ich mich wirklich freue. Es gibt sicher noch ein paar andere, aber so richtig habe ich mich damit jetzt nicht beschäftigt. Also ich muss sagen, ich schaue mir jetzt auch nicht alle Verlagsneuerscheinungen an, um herauszufinden, welche Bücher ich gern lesen möchte. Das ist irgendwie nicht so meins. Ich weiß auch nicht. Aber das ist auf jeden Fall eine Neuerscheinung, die ich sehr gern lesen möchte. Frage Nummer 9 ist Weihnachtsmann oder Christkind? Ein Buch, das dir eine wertvolle Lektion vermitteln oder weitergeben konnte und dir somit etwas Besonderes geschenkt hat. Und für mich ist das Und es schmilzt von Lises Bitt. Dieses Buch hat meiner Meinung nach viel zu wenig Aufmerksamkeit, sowohl hier auf YouTube als auch generell. In diesem Buch geht es um Eva, die ja einen Sommer erlebt, der oder den sie nie in ihrem ganzen Leben vergessen wird und der sie dazu gebracht hat, aus ihrem Heimatort wegzugehen. Einige Jahre später kommt sie aber zurück in diesen Heimatort, weil einer ihrer besten Freunde sie zum Geburtstag eingeladen hat. Sie geht da aber hin mit einem Eisblock im Kofferraum und genau das ist die Ausgangsfrage, warum hat sie einen Eisblock im Kofferraum? Wir begleiten hier Eva sowohl in Gegenwart als auch in der Vergangenheit in diesem Sommer. Und die wertvolle Lektion, die dieses Buch mir mitgegeben hat, ist vor allen Dingen, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Das ist das Erste, an das ich gedacht habe, als ich dieses Buch für die Frage rausgesucht habe. Ja, es ist nicht alles Gold, was glänzt in Bezug auf Familie, Freundschaft. Ja, so wie es nach außen scheint, ist es vielleicht nicht immer. Und es ist auch eine schwierige Sache damit umzugehen, wenn es eben nicht alles läuft, wie es sein sollte. Aber da habe ich eben auch noch die Lektion bekommen, man sollte sich immer auch an andere Leute wenden, mit anderen sprechen, wenn man ein Problem hat. Und dann ist das Problem vielleicht weniger ein Problem. Und genau diese Lektion hat dieses Buch mir vermittelt. Außerdem hat es mir etwas Besonderes gegeben, weil ich nicht gedacht habe, dass es mir so gut gefallen wird, beziehungsweise dass es so etwas Besonderes ist. Ja, dieses Buch ist wirklich für mich ein absolutes Highlight und ich denke, das könnte ein Buch sein, was ich irgendwann nochmal lesen werde, auch wenn ich nicht der Typ bin, um Bücher doppelt zu lesen. Aber das Buch könnte durchaus ein Kandidat sein. Die letzte Frage dreht sich um Nächstenliebe und zwar zum einen, welches Buch bzw. welcher Autor hat mehr Aufmerksamkeit verdient? Und ich habe mir da Martin Christ rausgesucht, hier mit dem Buch Böses Kind. Generell finde ich, sollten deutsche Autoren mehr Aufmerksamkeit bekommen. Martin Christ ist ein deutscher Autor, der auch seine Geschichten in Deutschland spielen lässt, hauptsächlich in Berlin, weil er da, so viel ich weiß, auch selbst wohnt. Genau. Ja, und ich finde sein Schreibstil super, seine Geschichten super und er ist auch ein richtig cooler Autor. Also ich verfolge ihn auch auf Instagram. Schaut da unbedingt mal vorbei. Ich mag seine Stories, ich mag seine Bilder. Ja, ich finde, er ist ein super sympathischer Autor und deswegen hat er auf jeden Fall mehr Aufmerksamkeit verdient.
Und als letztes haben wir noch, welcher Booktuber hat mehr Aufmerksamkeit verdient? Da muss ich sagen, jeder Booktuber hat viel Aufmerksamkeit verdient. Ich finde, jeder macht es auf seine Weise super. Jeder spricht einfach auf seine Weise über die Bücher und genau das finde ich interessant. Ich habe mir für diese Frage aber Nadja vom Kanal Nadis Bücherwelt ausgesucht. Schaut da unbedingt mal in die Kommentare, in die Infobox. Da werde ich ihren Kanal verlinken. Sie ist eine super sympathische Booktuberin. Wir haben auch schon mal was zusammen gelesen. Und ja, ich schaue ihre Videos sehr gerne. Und vor allen Dingen bin ich immer super fasziniert, wie viele Bücher sie eigentlich in einem Monat liest. Also wenn ich da mal 8, 9 Bücher gelesen habe, dann ist das für mich echt viel und ich freue mich riesig. Aber sie liest so viele Bücher, ich bin jedes Mal fasziniert, wie sie das hinkriegt. Deswegen hat sie natürlich auch viele Bücher, über die sie in ihren Videos reden kann. Und ja, schaut euch das unbedingt mal an. Ja, ich würde sagen, so sind wir am Ende vom Tag angekommen. Das waren meine Antworten zu den Fragen. Schreibt mir eure Antworten gern unten in die Kommentare. Oder falls ihr Lust habt, dreht selbst ein Video, wenn ihr selbst Booktuber seid. Oder macht das Ganze auf Instagram in euren Stories, wie auch immer ihr Lust habt dazu. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann bei meinem nächsten Video wieder. Ciao!